Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Kegels Adventskalender. Jetzt am 4.12. Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Ja, ein bisschen Zeit ist ja doch noch, aber ich muss ja schon ein bisschen was auf Vorrat aufnehmen. Und dieses Spiel habe ich mir mal von meinen guten und lieben Let's Play-Kollegen Fritte MF, habe ich mir mal so, ich will sie sagen, abgeguckt, aber ich habe mich da inspirieren lassen, dieses Spiel auch mal so zu dingsen, ne? Weil die hatten das in ihrem letzten Adventskalender, also im letzten Jahr, 2011 war das. Ja, kann sein. Auf jeden Fall, wo sie letztes Jahr ihren YouTube-Adventskalender gemacht haben, hatten sie das Spiel auch dabei. Und ich hab mich da jetzt mal ein bisschen inspirieren lassen und nehme das jetzt hier bei mir auch mit auf. Also, Fritte und Simon, wenn ihr beide das seht, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ja, also ich starte jetzt einfach mal durch. Ich habe das schon mal, also ich kenne das Spiel. Sagen wir es mal so. Wir müssen jetzt versuchen, den Weihnachtsmann mit einem, ja, wie sagt man, so einem deftigen Kick halt versuchen, ins Ziel zu schmeißen. Beziehungsweise das macht das Rentier, also hier Rudolf. Ja, und das hat ja fast schon mal geklappt, das ist wunderbar. Ah ja. Und dann, wenn er halt gelandet ist, beziehungsweise im Schornstein, heißt es dann nur noch ho, ho, ho und, ist dann alles soweit gesichert. So. Ich glaube, das war ein bisschen zu weit. Yep, es war zu weit. Und er war zu kurz. Ha! Bast! Also im letzten Jahr, wo ich das ja bei Fritte MF gesehen habe im Adventskalender, ich habe da, glaube ich, bis zum 5. oder 6. Level gespielt. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich fand das auf jeden Fall sehr lustig. Wow! Das war ein sehr guter Treffer. So, ach, jetzt kommen auch noch Kisten im Weg. Na, das ist ja ein Ding. Hier, komm, schmeiß mal den Weihnachtsmann dagegen. Jetzt hängt er da auch noch auf 8:30. Ich glaube das ja nicht. Was? Wie habe ich das geschafft? Unglaublich, aber wahr. Ja. Gut, das geht schon mal nicht. So geht's auch nicht. Also irgendwie müssen wir das ja hinkriegen, ne? Hm. Könnte ein bisschen problematisch werden. Ha! Ja! Super! Bam! Boom, baby! Oh yeah! Ich hätte vielleicht nochmal bei Fritte reinschauen sollen, wie weit Fritte denn gespielt hat, beziehungsweise die beiden. So. Ich glaube, der muss jetzt dahin, damit jetzt die Kugel runterfällt. What the fuck? Es könnte sein, dass ich jetzt schon versaut habe. Wir probieren es jetzt einfach nochmal so. Vielleicht geht das ja irgendwie. Aber hier so mit Schmackes drauf, genau. Ja, guck mal. Ah, schade, hätte doch fast geklappt. Set ist ja a little bit schade, aber naja. Was willst du machen, ne? Aber ich glaube, das muss gleich beim ersten Mal klappen, ansonsten... Nee, Moment, da müssen wir nochmal eben resetten. Ich schmeiß jetzt mal zur Vorsicht ein paar Weihnachtsmänner hier drauf. Und vielleicht klappt das ja jetzt mit einem von denen. Ja, wunderbar. Einer hat getroffen, die anderen bleiben so. So. Was nu? Die Musik ist übrigens auch sehr schön hier eingebaut worden. Ach so geht das. Wer sagt das doch, Mensch? So. Okay, die Dinger werden schon mal weg. Ja. Wir nur noch versuchen, diese Kugel da zu treffen.
Okay, das hätten wir schon mal. Jetzt ist halt nur noch die große Preisfrage, wie wir... Oh, wunderbar, das ist ja... Also treffen kann ich besser als beim Kegeln. ja los. Und wie man das sieht, also die Level, die werden auch immer schwerer. Na. Der bleibt aber immer da, so ganz komisch an der Ecke hängen. Naja, komm, wir müssen es halt weiter probieren. Irgendwie müssen wir ja den Weihnachtsmann da ins Ziel hinbringen, ne? Wenn das mal irgendwie klappen würde und dieser scheiß Dings hier nicht im Weg wäre. Wäre ich schon zufrieden. Jallo. Oh, schade. Ja, direkt in den Arsch rein, jawohl. Moment, ich muss ja ein bisschen auf meine Wortwahl jetzt achten. Mitten in den Popo getroffen, ne? Weil man soll ja zu Weihnachten mal ein bisschen auf seine Wortwahl achten, ne? Und ja, ich versuche das ja, ne? Aber dieses Level ist gar nicht so einfach. Ja, kriegen wir das jetzt nochmal irgendwie hier hin? Alter. Och, los. Seht doch mal bitte zu, dass jetzt da irgendwie mal einer in... Alter. Ja, komm. Ja. Es hat 2 Minuten 35 gedauert. Also, das ist doch, ne? Kein Problem. So. Trifft er? Nö, warum denn auch? Ich glaube, wir schießen mal so ein paar Dinger ab, ne? Also. Irgendwann sollte bestimmt auch mal einer treffen. Genau wie der. Ha! Ey, das wäre ein Double-Treffer gewesen. Ich hab's gesehen. Ich wollte das nur mal gesagt haben, ne? So. Jetzt versuchen wir erstmal hier so ein bisschen, war das so richtig? Ich weiß das nicht. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Ja, genau gegen die Wand. Jawohl, wunderbar. Immer doof. Ist ja nur der Weihnachtsmann, ne? Achso, ich müsste vielleicht dann noch gucken, ob ich das hier unten irgendwie weiter gedingsen muss. Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Ja, komm, bewegen. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Verknüllte dich da mal. Ja, ja, ja. Nun komm mal, Boy. Die weigern sich aber auch irgendwie da mal, sich zu dingsen. Das ist ja echt scheiße. Ich feuer jetzt hier vorne einfach nochmal so ein paar Weihnachtsmänner rein. Weil ich's kann. Aber irgendwie so richtig weiterkommen tue ich da jetzt gerade auch nicht. Oh, die oberen sind sogar noch, die sind sogar despawned. So, vielleicht sollten wir mal ganz kurz warten, bis die anderen auch mal despawnen. Ja, ja, ja. Das schon mal ganz gut aus. Super, jetzt hängt der Weihnachtsmann genau da in dieser Scheißecke fest. Na los, na los, na los, na los. Ich hänge, glaube ich, an dieser Stelle schon viel zu lange. Wir haben jetzt auch fast schon wieder 10 Minuten um, beziehungsweise haben wir jetzt gleich.
und will die Videos ja auch nicht zu lange setzen. Ja, endlich! Danke, Knödel. Ja! Naja, 2,41 geht ja noch. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir sind jetzt im 10. Level. Ich mache jetzt erstmal wieder einen Schnitt. Vielleicht werde ich dann nochmal die weiteren Level dann an einem anderen Tag machen. Ich hoffe, für den 4.12. hat euch dieses Video gefallen. Würde mich über eine Bewertung, über einen Kommentar sehr, sehr freuen. Falls ihr noch andere Spiele irgendwie wissen solltet, die man jetzt so zum, ich sag mal, zum Advent jetzt spielen könnte, wäre super, wenn ihr mir da irgendwas in die Kommentare schreiben könntet, weil ich werde jetzt nicht die ganzen 24 Videos am Stück jetzt schon mal aufnehmen, weil ein bisschen möchte ich euch ja da auch mit einbeziehen, ne? Gut, also wir sehen uns dann am nächsten Tag, also am 5.12. sehen wir uns dann wieder und bis dahin verleihe ich mit meiner allbekannten Art und sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao und ho ho ho.